So, Leute. Moin, moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr hören könnt, höre ich mich so ein bisschen schräg an. Mr. Handwerk hat eine neue Stimme. Ich fahre jetzt nach Goslar und werde ein paar Holzbohlen kaufen. Eicheholz ist das. Und ja, die habe ich auf eBay Kleinanzeigen entdeckt. Ich gucke mir das Ganze mal an. Und vielleicht nehme ich welche mit, vielleicht nehme ich keine mit, weiß ich noch nicht. Kamera werde ich jetzt beim Kauf nicht dabei haben, das ist ein bisschen, macht man glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall muss ich erstmal jetzt 100 Kilometer fahren. Und wenn ich dann angekommen bin und der Kauf ist geglückt, dann lasse ich euch mal kurz eine Fläche, also einen Blick auf die Ladefläche blicken. Ich sitze nämlich gerade in einer Britsche. Und ja, mal gucken, ne, ob ich da ein, zwei Bohlen kaufe. So, bis gleich. Ciao. So, Leute, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich bin mega happy. Und zwar war der Mann total nett. Es war ein alter Herr, der hat den Baum, das war wirklich ein Baum, Eichebaum, den hat er... Ich glaube, vor 30 Jahren hatte dem mal gefällt, selber aufgetrennt und abgelagert. Ich stehe jetzt hier mitten in der Einfahrt. Ich muss nämlich gleich hier weg. Genau, und jetzt hat er den gelagert gehabt und wollte früher mal was draus bauen. Und kennt ja der eine oder andere von euch bestimmt, man lagert was und man hat noch was vor und muss es nicht wegschmeißen. Naja, und der hatte es dann auf eBay Kleinanzeigen gesetzt gehabt und beziehungsweise sein Kumpel. Und da kamen auch Leute vorbei und die wollten wirklich für so eine Bohle, wollten sie 10 Euro zahlen. Das ist echt eine Frechheit für Eiche. Ihr wisst ja selber, was das grob kostet. Und schreibt es mal unten als Kommentar hin, was ihr schätzt, was ich für diese Summe, ich zeige euch das gleich, also was ich für diese Menge bezahlt habe. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz die Ladefläche. So. Das alles hier habe ich gekauft. Wie ihr sehen könnt, sind das zwei Schichten Eiche. Teilweise sind die schon besäumt. Hier geht es halt weiter. Die ganze Fläche voll. Verrückt, ne? So viel Eiche, ey. Das ist doch so geil. Ich freue mich riesig. Jetzt sagt ihr bestimmt, was hast du mit so viel Holz vor? Ich lagere es erstmal einfach. Weil es ist so schwer, hier an Eiche ranzukommen bei uns. Und ich lagere das einfach und mal gucken. Vielleicht wird das ein oder andere Möbelstück dieses Jahr damit noch gebaut. Auf jeden Fall habe ich genug Holz für die nächsten Jahre. Und ich glaube, ein oder andere Werkzeug oder sagen wir mal Tisch, Eichentisch wird daraus bestimmt auch entstehen. Das ist echt Wahnsinn, ne? Ich bin richtig happy. Auf jeden Fall schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich fahre jetzt zurück, 100 Kilometer. Dann geht das Ganze ans Ausladen und dann sehen wir uns nochmal wieder. Ich muss jetzt erstmal hier die Plane richtig befestigen. Nicht, dass später mir die wegfliegt, weil es fängt an zu nieseln. So, bis später. Ciao. So, Leute, ich bin jetzt echt außer Atem. Und zwar, guckt euch das mal an. Das ist doch ein halber Baumstamm, der hier liegt.
Dann habe ich hier noch so ein paar kleine Bohlen. Hier habe ich so ein paar, die schon aufgetrennt geworden sind, aber ist nicht schlimm. Was ich habe, das habe ich. Boah. Hier sind nochmal zwei fette Bohlen, richtig gut. Ja, das war echt ein sehr, sehr harter Tag, kann ich euch sagen. Ich bin echt kaputt. Und ja, hier sind ein paar Wurmlöcher drin. Das hatte ich aber bei meinem anderen Tisch auch gehabt, alles voller Wurmlöcher. Ist aber nicht so schlimm, weil der Wurm ist bei Eichen meistens nur im Splintholz. Und da kommt, wenn es jetzt Minusgrade ist, dann ist er eh tot. Aber da gibt es so einen Holzwurm-Ex. Da habe ich meinen Arbeitstisch bzw. meinen Esstisch habe ich damit auch eingerieben. Bzw. in jedem Loch habe ich mit der Spritze dieses Zeug hineingespritzt und dann war es weg. Ja. Ich bin ganz schön kaputt. Im nächsten Vlog werde ich ein bisschen darüber erzählen. Das ist jetzt so ein kurzer Vlog gewesen. Auf jeden Fall schätzt mal, was ich dafür bezahlt habe. Und Entschuldigung, der Ton, ich filme jetzt mit einer anderen Kamera und da kann ich leider kein externes Mikro anschließen. Deswegen hört sich das so ein bisschen komisch an. Genau, hier ist echt der Holzwurm richtig drin. Naja, halb so wild. Gut, ich verabschiede mich. Ich muss jetzt nach Hause und mir irgendwas zu essen besorgen. Ich habe voll Hunger. So, ciao.